Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Timolia-Turnier. Heute mit dem Kit von The Toxin und das ist Su. Wie angekündigt, das wird Ulkick. Ja? Und einen Tag nach Minecraft jetzt, ne? Für euch jetzt eine Woche. Und die Memes sind richtig am Spreaden, wo Bane der Zweite wurde, aber keine Kills hatte. Und Simon, der einfach schlecht gestorben ist. So. Aber wie gesagt, Timonia-Turnier wird nicht mehr lange dauern. Ich muss mal gucken, wie viele Turniere ich noch mache. Und dann wird es halt Minecraft geben. Und was dann Timonia ersetzen wird. Also, keine Sorge, Timonia-Turnier wird durch ein anderes Community-Projekt ersetzt. So, ich habe nicht trainiert. Kein bisschen. Das ist jetzt wirklich alter Skill, den ich hier raushole. Okay. Interessanter Sasuke. Ein Ananas-Sasuke. Okay, er sieht ein bisschen verdorben aus. Die Ananas war schon was älter. So. Eigentlich bin ich gar nicht so. Wozu Cobblestone Wall? Ich bin gegen Rehab GHG. Oh nein, er hat GHG im Namen. Das ist ja mein Mega-Cancer direkt schon. LOL. Oh, er weiß nicht, wie man supt. Er weiß nicht, wie man supt. Ich glaube nicht, dass er weiß, wie man supt. Uff, so ein bisschen weiß er es nicht, ne? Ja, er wird versuchen. Hatte die Sups? Okay. Hä? Okay. Zack, zack, zack. Digga, was ist dein Problem? Oh, das sieht gut aus für mich. Oh, danke für die Suppe, Mate. Lol, ist das echt, um den Spieler irgendwie einzubauen? Oh, shit. Alles klar. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit kommt zur nächsten Runde. Wir spielen gegen GG Anderson 1. So. Es sind echt interessante Kämpfe dabei. Gerade wurde einer auch georbitrapped. Also von daher. Mein Wasser. Eigentlich nicht, aber okay. Oh nein, der GG Anderson. Er hat es richtig drauf. Oh, der hittet viel zu gut. Okay, alles klar. Nein, er orbitrappt mich. Er orbitrappt mich. Nein! Oh, er hat mich georbitrappt. Wow. Wow. GG. GG auf jeden Fall. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur dritten Runde. Ich hab's geschafft zu gewinnen. Easy. Depp, depp, depp. Wow. Und es werden sehr viele Leute georbitrapped. Ach, das ist Bobane. Ich dachte gerade, was ist das für ein retardeter Spieler? Aber es ist nur Bobane. Es werden einige Spieler georbitrapped. Sie orbitrappen sich nicht selber, ja, sondern sie werden georbitrapped. Das ist recht cool, interessant. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit kommt zur nächsten Runde. Wir spielen gegen Schosch14. Der hat mich eben angeschrieben, dass er das Turnier cool fand. Das freut mich. Ich hoffe, ihr hattet auch alles Spaß an dem Turnier. So, komm schon. Yes. Nein, das kriegst du nicht wieder. Oh nein. Sag mich. Oh, jetzt wird er getenhartet. Komm schon. Ah, nee. Wird er nicht. Komm. Wenn andere Orbitrappen, mache ich das auch einfach mal. Oh, jetzt ist er ready. Jetzt ist er richtig ready. Oh, shit. Das hätte ich noch knapp werden können. Hätte mich langsam heilen müssen.
Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zur letzten Qualifikationsrunde. Ja! Ging zusammen. Hurray, 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 hurray. das wird ulkig, das wird richtig ulkig. Ich glaube, sammeln kann keinen. Sub, deswegen wird es halt ziemlich ulkig. Oh! Er ist richtig schlecht im Suppen! Oh, outstanding moves. GG. Oh, das war gut. So, jetzt werden wir verlieren. Aber egal. Jetzt spielen wir gegen XXZZ. Hallo? Ach, komm schon. Ja, moin, Alter. Das war ja ein bisschen unschön, ne? Das ist ein bisschen unschön, was hier gerade passiert. Ja, er muss auch mal wieder Suppe holen. Denn es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Oh, er trifft halt 1000 Mal besser, was halt echt schlecht für mich ist. Zack, 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 zack. Ach, komm schon, Alter. Zack, zack, zack. Die brauche ich erstmal nicht. Oh, was mache ich? Pepega-Move. Ich habe richtig einen Pepega-Move gemacht, egal. Habt ihr es gesehen, den Pepega-Move? Ich tue es, als ob ich nichts mache. Oh, das schade jetzt nicht. Okay, alles klar. Ja, machen wir das mal alles hier ein bisschen in Ruhe, ne? Mal können wir mal die Rüstung machen und alles. Die kann ich ja auch mal austauschen, ne? Weil der Kampf wird noch ein bisschen gehen, glaube ich. Da hätte ich gerne ein bisschen weitere Suppe. Oh, lol! Zuck, 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 zuck. Ja, wenn er halt sortiert, dann sortiere ich halt auch alles neu, ne? Ach komm, brauche ich eigentlich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Ja, er kommt. Oh, da mit der Suppe habe ich zugeschlagen. Immer richtig gut. Mit der Suppe zuschlagen. Mit der Suppe zuschlagen. Ah, ich kann nicht mehr laufen, lol. Ah. Das ist nicht gut. Nein, oha. Ja, dadurch. Ich muss hören, wann er kommt. Hey, ich kann irgendwie halt nichts essen, ne? Das ist halt das Komische da dran. Ich tausche das auch mal aus. Jawohl, uff, da bin ich aber geflaxt. Oh shit, hätte jetzt zugeschlagen, hätte er gewonnen. Ja, jetzt muss er eigentlich drauf gehen. Hä, wie kann er noch sprinten? Es ist so lächerlich, ne? Hä, bin ich irgendwie verbuggt? Ich kann halt echt nicht sprinten, ne? Oh, schade. GG. Hey, es ist total komisch mit dem Sprinten irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich konnte halt nicht mehr sprinten, ne? Ach, komm. Hä? Das ist Fake Lava, die ich jetzt in der Hand halte. Ja, das gewinnt er jetzt locker. Ja, besonders da ich hier mega verkacke.
Meine. Mein Wasser. Okay. Uff, habt ihr das gesehen? irgendwie, ich töte ihn am besten einfach mal. Lol. Weil, irgendwie, habe ich das Gefühl, ich verliere keinen Hunger. Er verliert keinen Hunger. Was halt irgendwie total komisch ist. Ja, ich muss jetzt kämpfen halt, ne? Oh! Oh, hat er die Suppen hinbekommen? Ich muss es riskieren. Oh, kann ich nicht. Schade. Oh, GG. GG, richtig guter Kampf. Oh, was? Oh, man braucht 3 Siege. Oh, ich habe mich vertan in den Einstellungen. Eigentlich müssten es 2 sein. Es tut mir mega leid. Oh, lol, Outstanding Move. Aber schnell wieder gut hinbekommen. Aber ich glaube... Oh, ich glaube, ich bin... Hier im Vorteil. Ich glaube, ich bin hier im Vorteil. Oh nein! Als ob... Was mit 8,5 Herzen? Oh, GG auf jeden Fall. Das war richtig krass, der Kampf, fand ich. Und ich glaube, es war ziemlich knapp. Ja, war knapp auf jeden Fall. Uff, ich hoffe, das Turnier dauert jetzt nicht zu lange. Aber trotzdem sehen wir uns Finale. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zum Finale. War sogar das nächste Spiel. Folglicherweise stehen jetzt im Finale. XXZZ auf der Seite. Und GG Anderson 1. Was war das jetzt? Ah, der eine ist geleftet im letzten Spiel, aber ist egal. So, und ich glaube, da ist jemand AFK und wurde georbitrapped. GG Anderson, ist aber nicht, finde ich nicht cool. Hat er gerade einen Screenshot gemacht? Oh, er befreit den Ehren. Und dann tötet die Ehrenmann. Ehre wiederhergestellt, ja? Ehre wiederhergestellt. Kann man mal so sagen, okay? Okay, alles klar. Ja, okay, aber. Okay. So, jetzt geht's ab. Oh. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also bestimmt gibt's irgendwelche Pros, die sich das jetzt hier anschauen und sich so sagen, ja, zeig doch, was die für Suppen im Inventar haben. Zeig mir das Soup-Management. Hier habt ihr ein bisschen was. Oh, jetzt muss aber hier langsam... Alter! Das macht er aber echt schnell. Moment. Oh, Alter. Das macht er gut. Sieht man das so ein bisschen. Das macht er... Oh, es geht, ne? Ich versuche so ein bisschen so, dass man hier so sieht. Das Soup-Inventar und dann links den Kampf. Okay, ist glaube ich nicht so easy. Oh. Hui. Aber die Kämpfe sind halt nicht so kritisch. Also es gibt sehr viele Pausen, so wo die Zeit haben, halt so nachzucraften und alles. Ah, er hat sein Schwert, wollte ich gerade sagen. Was macht sein Schwert eigentlich da unten? Hui. Hä, was ist das für eine... Also das verstehe ich, ne? Das ist die Inventarbelegung. Aber warum ist hier das Schwert... Okay, das ist echt komisch. Okay, 1 und 2 kommt man halt echt gut hin, ne? Bei mir ist halt eher FV halt. Also die letzten 3, eine ziemlich gute Kombo. Die von Bubana, die ist richtig pipiger. Ich glaube, der sprintet mit F oder so, so war das, so komische Sachen. Ne? So... Ich meine, weiß XXZZ, dass er... Ja, weiß er, okay.
Okay, got tea time. My favorite. So. Und wie gesagt, ich habe mich in die Einstellung vertan. Das heißt, wir werden hier jetzt echt lange sitzen werden. Gibt es drei Runden. Na, ich hatte, glaube ich, nicht Runden, sondern... GG. Noch eine Runde, ey. Ich habe mich in die Einstellung vertan. Ich dachte, Rundensieg. Uff, Conceit. Uff. Okay, also er ist geleftet. Der andere Gegner, keine Ahnung, vielleicht musste auf Toilette. Wer weiß. Deswegen werden wir jetzt XZZ nochmal herausfordern, so zum Spaß. Ne? Ja, sie wissen alle Bescheid, ne? Hab's nochmal vor dem Turnier geschrieben, weil jetzt halt auch ein paar Superspieler dabei waren. Wie man sich so jetzt verhält. Moment, gegen den haben wir doch gespielt. Oh, ich will ihn eigentlich am liebsten da irgendwie reinlocken. Komm schon. Oh, als ob, ja, somit machst du sowas, machst du nicht mit mir. Jetzt hatte er, glaube ich, keine Zeit, da irgend so einen Spaß zu machen. Weshalb er jetzt vermutlich... Oh, habt ihr diesen Outstanding Move gesehen? Bloß nicht verklicken. Ich sehe es, dass er kommt. Die Suppe habe ich nicht genommen, glaube ich. Oh, er brennt immer noch. Oh, shit. Okay, alles klar. Komm schon. Oh, ich habe ihn richtig gut Damage gemacht, glaube ich. Aber nein, ey. Er hatet an 3. Oh, ich habe mich verdrückt. GG. In diesem Sinne hat XXZZ 2K Pixel gewonnen. Nächste Woche sage ich mal, wie viele Turniere es jetzt noch eigentlich gibt. Oder mal so zwischendurch so irgendwie werde ich mal ein Update geben. Ich bin nämlich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr selber mitmachen wollt, alle Infos in der Videobeschreibung. Auch Kids submitten, Leute. Das war mal als Info. Ihr könnt Kids submitten. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr heute noch ein Kid submittet, wenn das Video rauskommt, vor 20 Uhr, dann könnte es sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich sein, dass euer Kid drankommt, weil sonst nehmen wir eins von X-Alp und ihr wisst, das wird absoluter Cancer. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö. Bis dann und man sieht sich.